Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online hier bei Explorer LP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind immer noch in Deutschsturz, haben jetzt aber viel erledigt. Eigentlich sind wir fast quasi ganz durch. Wir können als nächstes Silo machen. Wir haben die Drachenfeuerasche, die wir noch sammeln müssen für den Königsgedöns da. Wir müssen Merrick und Elephin, Ankerkampf. Und die Hauptquest. Und da habe ich jetzt den Marker gesetzt. Die werden wir jetzt mal in Angriff nehmen. Wenn wir denn dorthin kommen. Wir müssen auch noch ein Schweinchen suchen, ne? So, und wir sollen zur Zuflucht. Unsere Geheimbasis. Da sind wir auch schon. Okay. Experte im Sammeln von weltlichen Runen. Schauen uns eben noch ein bisschen um. Nur ein bisschen. Ne? Weil ich hier mal um die Ecke gucken. Gucken kostet nichts. Hier oben wird nichts sein. Unten ist ein Wasserfall. Wölfes. Und wir brauchen auch hier auf jeden Fall wieder jede Menge Eisen. Wir haben in der letzten Folge die Schmiedequest angenommen, müssen einiges herstellen. Dafür wird unser Eisen, glaube ich, nicht ansatzweise reichen. Was denn er damit? Ich habe nicht auf deine Kiste geguckt, ich wollte nur die Jute pflücken. Ja. Was war das? Fackelkäfer einfangen. Mhm. Oh, da hat noch jemand seine Kiste vergessen. So ganz unoffensichtlich, weil ich ein Fackelkäfer, weißt du? Okay. Na? Was kriegen wir denn? 25 Gold, Ahornschuhe, Blutdornschuhe. Kann man das alles nicht gebrauchen? Können wir entweder verkäufen oder verwerten? Da unten haben wir noch eine Rune. Die müssen wir jetzt nicht viel mehr holen. Dann. Das ist so schön hier, ey. Ich würde der Elder Scrolls echt gerne mit einer VR-Brille spielen. Das wäre so mein größter Traum. Solo verließ. Der Prophet war einst ein gesunder und kräftiger Mann. Ein grauenhaftes Erlebnis ließ ihn gealtert und geschwächt zurück, blind und kraftlos. Mhm. Langer Ladebildschirm. Okay, oder auch nicht. Abgeschlossen, findet die Zuflucht. Okay. Sprech mit dem Propheten. Ich höre bekannte Schritte. Kommt näher, Entseelter. Die vier Abscheulichkeiten. Willkommen in der Zuflucht, Entseelter. Dieses Heim ist so bequem, wie es sich eine alte, ausgetrocknete Haut wie ich nur wünschen kann. Wie habt ihr es hier gefunden? Trotz meiner Blindheit. Nein, gerade ihretwegen sind meine anderen Sinne umso schärfer. Dieser Ort hatte einfach den richtigen Geruch. Als ihr mir in Kalthafen zum ersten Mal erschienen seid, spracht ihr von einem meinem Schicksal. In der Tat. Doch wir sollten nichts überstürzen. Ohne das Wissen darum, welchen Weg wir zu beschreiten haben, wird uns jede Straße nur ins Nichts führen. Ehe wir also unser Schicksal wirklich begreifen können, müssen wir uns erst mit der Vergangenheit beschäftigen. Eine Geschichtsstunde? Gewissermaßen.
Ich lade euch dazu ein, in meinen Geist einzutauchen und mit mir durch Visionen der Vergangenheit zu wandeln, damit ihr die Ereignisse versteht, die uns zu dieser Zeit und zu dieser Stunde zusammengeführt haben. Leb wohl. Kommt in meinen Verstand, Entseelter, und geht mit mir durch die Schatten vergangener Ereignisse. Oh Gott, will ich das? Oder will ich eher den Rucksack plündern? Oh je. Folgt mir, Entseelter, und erfahrt von den Ereignissen, die dieser Krise vorausgegangen sind. Sind wir unsichtbar. Sieht auch cool aus, ne? Meine Geschichte begann, als ich auf den Stufen der Abtei der Mottenpriester ohne Erinnerung an mein voriges Leben erwachte. Die Mottenpriester haben mich bemitleidet und in ihren Schoß aufgenommen. Ich war schwach und dem Tode nahe. Als Schurke in dem Spiel, ja, kann man, glaube ich, sich zwar unsichtbar machen, aber nur an einer Stelle stehen bleiben, ne? Oder haben sie das mittlerweile geändert? Ich habe das erste Mal die Schriftrollen der Alten gesehen und mein Leben ihrer Erforschung verschrieben. Die Schriftrollen erlaubten es mir, das Gewebe der Wirklichkeit zu sehen, aber jeder tiefere Einblick hat meine Sehkraft geschwächt und mich blind dem Licht der Welt gegenüber werden lassen. Okay. Die Prophezeiungen der Schriftrollen der Alten sind etwas Fließendes, Lebendes. Sie stehen nicht fest. An vielen Punkten in der Geschichte wurden sie durch die Taten von einzelnen heroischen Sterblichen umgeschrieben. Was hat das mit mir zu tun? Ich weiß nur, dass ihr wichtig seid, Entseelter. Die Schriftrollen haben mir lediglich enthüllt, dass euer Schicksal eng mit dem der fünf Gefährten verwoben ist. Wer sind die fünf Gefährten? Die fünf Gefährten sind eine Gruppe von Abenteurern, die einst nach einem Artefakt suchten, das man das Amulett der Könige nennt. Sie hofften darauf, dieses Artefakt einsetzen zu können, um Akatosh, den Drachengott, davon zu überzeugen, ihren Anführer als ein Drachenblut anzuerkennen. Drachenblut? Jene vom Drachenblut sind Sterbliche, denen Großes vorherbestimmt ist und durch deren Adern das Blut der Drachen strömt. Es heißt, nur ein wahres Drachenblut könne die ewigen Drachenfeuer der Kaiserstadt entzünden. Und wer war dieser Anführer? Waren Aquilarius, der Sohn eines kolovianischen Herzogs, der eine Rebellion gegen Kaiser Leovig anführte und ihm die Krone entriss. Doch Waren war kein wahres Drachenblut, wie jene, die auf dem Rubinthron sitzen, es gemäß der Traditionen zu sein haben. Fahrt fort. Ihr habt schon genug Geschwätz von diesem alten, blinden Narren gehört. Es ist an der Zeit, dass ihr die fünf Gefährten selbst trefft und Zeuge ihres Schicksals werdet. Okay. Lyris Titanenkind, Tochter der Riesen, war die mächtigste Kriegerin im Dienste des Kaisers. Dann Abnur Tan, ein mächtiger Zauberer und Großkanzler des kaiserlichen Ältestenrats. Der Schwertmeister der Rotwardonen, Sais Sahan, Anführer der kaiserlichen Drachenwache. Der Kaiser Waren Aquilarius, der versuchte, die Drachenfeuer zu entfachen und daran scheiterte. Und schließlich Manni Marco, der Verräter, der König der Würmer, ein mächtiger Nekromant und euer Scharfrichter. Mhm. Was? Achso, wir können uns nur hinsetzen. Also wir haben ein... Okay. Dies waren die fünf Gefährten, die sich von der Kaiserstadt aus auf eine große Suche begeben haben, um das verlorene Amulett der Könige zu bergen. Wie hätte das Amulett der Könige Waren in ein Drachenblut verwandeln können? Manni Marco hatte Waren überzeugt, man könne das Amulett einsetzen, um ein Ritual durchzuführen, das die Drachenfeuer wieder entzünden würde. Er behauptete, dies würde Akatosh erfreuen und ihn so davon überzeugen, Waren als ein Drachenblut anzunehmen. Warum wollte Waren überhaupt ein Drachenblut werden? Laut der Tradition kann nur ein Drachenblut Anspruch auf den Rubinthron erheben und als der eine wahre Kaiser von der Götter Gnaden herrschen. Waren eroberte Cyrodiil
und riss den Thron an sich. Doch solange er kein Drachenblut war, musste er befürchten, dass man seinen Anspruch in Frage stellen würde. Erzählt mir mehr von Manimarco. Manimarco, der Verräter, der große Feind, der mächtigste Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Die Verderbnis seines Wurmkults reicht bis in den hintersten Winkel Tamriels. Er war es, der Waren überzeugte, jenes Ritual durchzuführen, dessen Zeuge ihr gleich werdet. Was geschah, als er das Ritual durchführte? Dann erzähl mal erst von den jeder anderen. Jeder der fünf Gefährten wurde wegen seines Muts und seines Geschicks ausgewählt. Und jeder von ihnen nahm eine bestimmte Rolle innerhalb der Gruppe wahr. Über wen wollt ihr mehr erfahren? Über Lyris. Lyris habt ihr bereits getroffen. Sie ist eine Nordkriegerin aus den vereisten Landen Himmelsrands hoch im Norden. Man sagt, in ihrem Stammbaum ließen sich echte Riesen finden. Warum erkor sie wegen ihrer Kraft und ihrer Treue zu seiner persönlichen Leibwächterin. Und Sai-Sahan? Sai-Sahan stammt aus einer langen Ahnenreihe von adligen Schwertmeistern der Rotwardone. Er war der Anführer der Drachengarde, der Leibgarde Warens und des Ältestenrats. Während Lyris als Warens Leibwächterin diente, fiel Sai die Aufgabe zu, die Gruppe als Ganzes zu beschützen. Okay, die zwei kennen sich alle. Und Abnotan? Die Tarns sind eine der einflussreichsten Familien Cyrodiils. Abnur, ihr Patriarch, ist der Anführer des Ältestenrats. Ein mächtiger Kampfmagier und ein gerissener Politiker. Dank seines Rats war es Waren einige Jahre zuvor gelungen, den Kaiserthron an sich zu reißen. Ja, dann jetzt noch Manimarco. Manimarco, der Verräter, der große Feind, der mächtigste Nekromant, den diese Welt je gesehen hat. Die Verderbnis seines Wurmkults reicht bis in den hintersten Winkel Tamriels. Er war es, der Waren überzeugte, jenes Ritual durchzuführen, dessen Zeuge ihr gleich werdet. Was geschah, als sie das Ritual durchführten? Es kam zu einer Katastrophe, Krieg und Pestilenz. Die Welt wurde in die Knie gezwungen. Nun schaut gut zu und seht selbst, wie der Hochmut eines einzigen Mannes die größte Bedrohung erschuf, der sich unsere Welt jemals stellen musste. Okay. Da ist sie, die Feuerschale des Drachenfeuers. Manimarco, seid ihr sicher, dass das funktioniert? Es wird funktionieren, mein Lehnsherr. Das Amulett der Könige wird die Drachenfeuer neu entfachen und für euren rechtmäßigen Platz als Kaiser sorgen. Ich gebe euch mein Wort. Es sollte besser funktionieren, Manimarco, oder euer Nacken wird mit meiner Axt Bekanntschaft machen. Mein Herr, würdet ihr eurem Halbriesenhaustier bitte einen Maulkorb anlegen? Sie nervt. Genug, ihr beide! Wir sind hier, um den rechtmäßigen Anspruch meines Herrn auf den Rubinthron zu sichern. Abnur, beginnt mit dem Ritual. Ich muss ein Schicksal erfüllen. Beim Licht der Drachenfeuer beanspruche ich meine rechtmäßige Abstammung. Bei den Feuern der Erschaffung lasst mich neugeboren werden. Beim Willen Akathoshs nenne ich mich Drachenblut. Fahren Aquilarius, ihr seid kein Erbe Alessias. Ihr werdet für euren Frevel zahlen. Der Schleier zwischen Tamriel und dem Reich des Vergessens reißt und fährt sich auf. Was ist los? Der Himmel öffnet sich. Das ist sehr schlecht. Das sollte nicht geschehen. Was bedeutet das? Was habt ihr getan? Rechtgläubige Narren, der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und dieser Welt wurde zerrissen. Meister Molagbal ist frei und kann Tamriel für sich beanspruchen. Akathosh, vergebt mir. Seid gnädig mit unseren Seelen. Ja, so ist das, wenn man Verräter vertraut. Das Ritual zerriss den Schleier zwischen Nirn und dem Reich des Vergessens. So konnte Manimarco damit beginnen, die Seelen zu rauben, die sein Meister für die dunklen Anker und den Beginn der Ebenenverschmelzung brauchte. Was ist schiefgelaufen? Akathosh schenkte Alessia das Amulett der Könige als Symbol seines Bundes mit Nirn. Solange sich das Amulett in der Obhut von Alessias Erben befand und die Drachenfeuer brannten, war Tamriel vor den Daedra geschützt. Und was ist dann geschehen?
Manimarco brachte Waren durch eine List dazu, den Bund zu brechen. Und so zerriss der Schleier zwischen dem Reich des Vergessens und Nirn. Die Schriftrollen der Alten nennen dieses Ereignis den Seelenbruch. Es verschaffte Mulagbal die Möglichkeit, die Seelen Nirns von ihren Leibern zu trennen. Und was ist mit den anderen Gefährten passiert? Waren ist verschwunden. Inmitten dieses Chaos nahm Saisahan das Amulett der Könige an sich und flüchtete. Lyris wurde von Manimarco gefangen genommen und nach Kalthafen in das Reich von Mulagbal gebracht. Was ist mit Abnotan und Manimarco? Tarn ist weiterhin Kanzler des Ältestenrats und seine Tochter Clivia herrscht jetzt als kaiserliche Regentin. Doch die wahre Macht liegt in den Händen Manimarcos und seines Wurmkults. Wie seid ihr in Kalthafen gelandet? Als ich die Wahrheit über die fünf Gefährten herausfand, stellte ich ein paar unauffällige Nachforschungen an. Doch anscheinend waren sie nicht unauffällig genug. Manimarco erfuhr von meinem Interesse und entführte mich. Er brachte mich nach Kalthafen, wo ich ein Gefangener blieb, bis ihr mich befreit habt. Sie sahen euch als Bedrohung? Die Wahrheit ist stets eine Bedrohung für jene, die Böses tun. Manimarco fürchtete, ich würde seinen Verrat aufdecken. Und wenn bekannt werden würde, wie verwundbar Nirn ist, könnte dies die Intrigen seines Meisters bedrohen. Mulagbal macht keine halben Sachen. Begleitet mich ein Stück. Ja gut, gehen wir noch ein bisschen spazieren. Vor langer Zeit stand geschrieben, solange das Amulett der Könige von Alessias Erben getragen wird, wäre Tamriel vor den Mächten aus dem Reich des Vergessens sicher. Aber der Seelenbruch hat den Schleier zwischen den Welten zerrissen und verschaffte Mulagbal die gewünschte Gelegenheit. Mulagbals dunkle Anker durchdringen den zerrissenen Schleier und wollen Nirn in die tiefen Kalthafen ziehen. Diese furchtbaren Werkzeuge der Zerstörung sind überall in Tamriel aufgetaucht. Wenn der Herr der Gewalt und Unterwerfung erfolgreich ist, wird er unsere Welt und seine in einer furchtbaren Ebenenverschmelzung zusammenfügen. Nur wenige werden diese Tortur überleben und die Überlebenden werden für alle Ewigkeit versklavt sein. Das werden wir nicht zulassen. Ich bin mal gespannt mit den Ankern, weil die sind ja in der offenen Welt, spawnen also eigentlich an festen Plätzen, aber zu unterschiedlichen Zeiten und eigentlich auf Gruppen ausgelegt. Bin mal gespannt, ob wir da noch Anschluss finden, ob die überhaupt noch gemacht werden. Und so fällt es an euch, Entseelter. Wir müssen Mulagbal und seine dunklen Anker aufhalten, oder unsere Welt ist verloren. Und jetzt scheint die Geschichte uns eingeholt zu haben. Sollen wir zur Zuflucht zurückkehren? Ja, ich bin bereit. Wie ihr wünscht. Mehr kann man jetzt sowieso nicht machen hier. Glaube ich. Kabams. Das ist doch viel angenehmer hier. Und so begann es. Der Rest der Geschichte muss erst noch geschrieben werden. Jetzt ist es eure Geschichte. Ihr habt mir einiges zu bedenken gegeben. Und es gibt noch viel zu tun. Doch eines solltet ihr wissen. Diesen Weg müsst ihr nicht alleine gehen. Was ist unser nächster Zug? Wir müssen stärker werden und zahlreicher. Ihr werdet mehr brauchen als die Begleitung eines blinden alten Mannes, um den Lauf der Geschichte zu ändern. Wir müssen unsere eigene Gruppe von Gefährten um uns scharen. Das erste Mitglied habt ihr bereits getroffen. Lyris. Lyris opferte ihre Freiheit, um uns die Flucht zu ermöglichen. Sie ist noch immer in Kalthafen gefangen. Ich muss ihren genauen Aufenthaltsort ausfindig machen, wenn wir sie retten wollen. Das wird Zeit brauchen. Was soll ich in der Zwischenzeit tun? Manimarcos Handlanger weben ein Netz aus Lug und Trug. Sie hetzen die Völker Tamriels aufeinander und lenken ihre Aufmerksamkeit von der wahren Bedrohung ab. Sucht diese Handlanger auf, wo immer ihr sie findet, und deckt dann ihre Lügen auf. Ich werde tun, was ich kann. Vergebt mir. Es hat mir doch einiges abverlangt, euch Einlass in meinen Geist zu gewähren. Ich muss mich ausruhen. Ich werde zur rechten Zeit wieder Kontakt mit euch aufnehmen. Möget ihr bis dahin im Licht wandeln, Entseelter. Dankeschön. Bams. Und Level up.
2 Fertigkeitspunkte jetzt schon. Gut. Dann würde ich sagen, 3 Fertigkeitspunkte sogar. Very nice. Machen wir hier einen Cut. Beenden die Folge und ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter. Mit Fifi und mir. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden... Ja, warten wir erstmal ab, bis er sich hier beruhigt hat. Pölüm, pölüm. Jetzt ist Ruhe. Jetzt ist Ruhe. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge siehst und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.